Wie kann ich andere beeindrucken? Passt vielleicht nicht ganz auf meinen Kanal, aber manchmal haben wir das Bedürfnis, unser Gegenüber zu beeindrucken. Den neuen Partner, meinen Boss, die Mutter, die Schwiegermutter oder sonst wen. Andere fühlen das, was du über dich fühlst. Bedeutet, wenn du andere beeindrucken willst, ist es wichtig, dass du mit dir selber verbunden bist. Umso mehr du in dir bist, dich fühlst, dir deiner selber gewahr bist, umso mehr du in deinem Körper bist. Das heißt, wenn ich mit dir irgendwo sitze oder wenn wir in einer Gruppe miteinander sitzen und du ständig nur in deinem Kopf bist und wie kann ich jetzt den anderen beeindrucken und ne, wie schwingen, wie anziehen, bringt es oft nicht so viel. Sondern, weil die anderen fühlen das, was du fühlst. Sie fühlen deine Unsicherheit. Sie fühlen, dass du dich nicht sicher fühlst. Und das kommt an, egal was du sagst. Es geht darum, was fühlst du über dich? Und kannst du daran arbeiten, ich will jetzt nicht sagen, dich selbst mehr zu lieben, sondern dich selbst mehr zu fühlen. Wenn ich jetzt da sitze und ich möchte dich beeindrucken und spüre in mir Unsicherheit, dann bleibe ich mit der Unsicherheit. Und spüre die Unsicherheit und lass sie zu. Und du darfst da sein. Ich fühle mich gerade unsicher. Und dann spüre ich das. Ich fühle mich unsicher, Angst, dass die mich jetzt verurteilen könnten, weil bla bla bla. Und einfach mit der Unsicherheit bleiben. Stell dir vor, sie hat einen Körper und sitzt gerade neben dir, diese Unsicherheit. Dann ist das ein Anteil, den du von dir, den du wahrnimmst, aber du bist nicht die Unsicherheit. Und damit bist du schon ein Stück weit selbstbewusster, weil du nicht versuchst, diese Unsicherheit wegzudrücken mit einem schüchternen Lächeln. Ihr kennt doch dieses, das habe ich auch schon oft gemacht, wenn man unsicher ist, weil man nicht weiß, was man gerade sagen soll. Wenn du aber mit der Unsicherheit gerade in dir verbunden bist, kommt dieses blöde Lachen nicht. Da kommen keine blöden Dinge, die du irgendwie, die aus deinem Mund rauskommen oder Bewegungen, die du machst, weil du mit dir verbunden bist. Mach dir auch bewusst, es gibt Menschen, die haben es nicht verdient, dass du sie in irgendeiner Weise beeindruckst. Da kannst du noch so sehr in deinem Körper sein. Das sind Ego-Menschen, selbst verletzte Menschen, die werden deinen Wert nicht sehen können. Und müssen sie nicht. Derjenige, der dich nicht sehen kann, ist sein Problem, nicht deins. Wichtig ist, dass du dich siehst, dass du dich fühlst. Und dann wird mit der Zeit dir sogar egal sein, wen du beeindruckst, weil du von dir selber beeindruckt bist. Weil du von dir selber überzeugt bist. Und wenn du an jemanden dann vorbeiläufst oder in einem Gespräch bist und siehst, boah, der behandelt mich ja jetzt gerade total erniedrigend, ist das dir scheißegal. Weil du weißt, dass dieser Mensch gerade nicht zufrieden ist, nicht glücklich ist oder irgendein anderes Problem hat und du mit so einem Menschen gar nicht verbunden sein möchtest.